auf alle Fälle heute zum Schminkkörbchen des Monats, zum Juni-Schminkkörbchen. Boah, mir ist jetzt schon wieder so heiß, ne? Es ist mir viel zu warm. Ich hasse das. Erstmal einen Schluck Kaffee, damit mir noch heißer wird, damit der Körper richtig in Wallung gerät und es sich auch lohnt, dass man so schwitzt. Mann, Mann, Mann. Ne, das ist mir alles. Boah, nicht runterschmeißen, ist mir alles zu heiß hier. Wo ist mein Fächer? Ja, der ist natürlich in der Tasche. Super. Haben wir was Fächerartiges hier? Nee. Oh. Sollen wir das wirklich machen heute? Schminkkörbchen und Schminken. An alter Stelle, Horst, die ist auch am Start. Ich weiß nicht, inwiefern der sich benehmen wird. Der könnte gleich losschreien, wer weiß. Ja, wir machen das einfach. Schminkkörbchen, Mai wird ausgetauscht, da habe ich auch einige Sachen aufgebraucht. Die werde ich euch jetzt nicht zeigen, die liegen dann im nächsten aufgebraucht. Aber erstmal durch den Januar benutzt, habe ich Parfum, gehört für mich auch jetzt zum Schminkkörbchen. Ich habe beschlossen, ich brauche nicht mehr ein Parfum auf, bis ich, auch wenn ich keine Lust mehr drauf habe, ich mache Monatsparfums. Dann kann man auch schön nach Jahreszeit wechseln. Und im Mai hat mich hier dieses DKNY begleitet, habe ich auch, ja, wie ihr seht, fast, ich würde sagen, 3/4 aufgebraucht. Oh. Das ist ein sehr schönes, gefälliges Parfum, das eigentlich jeder Frau gefällt. Das ist süß, fruchtig, vanillig. Ja, leichter Ton, so nach frischem Obst. Hat mir super gut gefallen. Ich freue mich schon drauf, wenn ich es wieder benutze. In diesem Jahr allerdings wahrscheinlich nicht mehr. Wahrscheinlich im nächsten Jahr. Wird ersetzt, mein Juni-Parfüm wird mein Hermes oder Hermes Twilly. Dies habt ihr ja hier schon, dies habt ihr ja in meinem Haul gesehen schon von... war das ein Douglas Haul? Ihr müsst mal gucken, irgendwo war so ein Parfum Haul. Parfum Haul, wo ich dies beschrieben habe. Also für mich ist dies ein perfekter Sommer-, Frühlingsduft, Eisdielenduft, draußen sitzen, bei Wind und Sonne und einen Eisbecher schlürfen. Das ist Hermes Twilly, spritzig. Ich tue mal ein bisschen. Ja, das wird mein... oh. Ja, liest, ich fange jetzt nicht wieder an, lest mal, schaut in meinen Douglas Hall rein, wo ich Twilly beschreibe, Hermes, dann... sehr gut. Werdet ihr auch herausfinden, wie dieses Parfum riecht. So, erst noch mal ein Schlückchen. Posti ist auch viel zu warm. Jo, was ich aussortiere. Also, wir gucken erstmal. Die kommen neu rein. Die habe ich mir schon beiseite, beiseite gelegt. Wo sind denn? Da fehlt doch was. Leute, ich kriege einen Affen. Wo ist das letzte Teil? Da. Oh, da drunter natürlich. So. Wann ausgetauscht wird. Und was drin bleibt. Erstmal die Spiegel beiseite und die Pinsel beiseite. Die brauche ich euch nicht zeigen. Anspitzer brauchen wir auch nicht gucken. Ne? So, den Pinsel brauchen wir auch nicht sehen. Als erstes ausgetauscht wird meine BH Cosmetics Supernova Palette. Die habe ich den, ich glaube, ich habe irgendwann mal Makeup Revolution gesagt, aber das ist BH Cosmetics. Die BH Cosmetics Supernova Palette habe ich, ja, den ganzen Mai, wenn ich mich geschminkt habe, benutzt. Und ich zeige euch jetzt nochmal die Farben. Die sieht immer noch wie neu aus. Faszinierend. Aber
Ich habe sie durchgängig benutzt. Durch den ganzen Mai hindurch. Alles schimmernde Farben, hat mir sehr gut gefallen und freue ich mich auch schon, wann ich die wieder benutzen werde. In diesem Jahr allerdings höchstwahrscheinlich nicht mehr. Die wird aussortiert. Stattdessen werde ich mich auf einen Lidschatten beschränken und zwar von Colourpop, den Sailor. Das wird mein Juni-Lidschatten. Ich überlege gerade, wie ich euch den am besten zeige. Der ist in dieser Verpackung. Ich zeige euch erstmal die Beschreibung. Super Shock Shadow. Super Shock Shadow ist das. Sailor. So, habt ihr gelesen? Brille aufziehen, Brille aufgezogen, alles gelesen. Den hole ich jetzt mal raus aus seiner Verpackung. Ihr wisst ja, die Umverpackungen kommen bei mir weg, sobald ich was benutze. Den habe ich einmal geswatcht. Die ganze Sache sieht im Döschen so aus. Und ohne Deckel so. Und jetzt mache ich euch mal einen Swatch auf die Hand. Ich habe hier eine andere Position von der Kamera. Ich glaube, ich bin aber zu dunkel, ne? Und wenn ich dran halte, ist es aber gut. Aber da müssen wir diesmal mit leben. Machen wir mal einen Swatch mit, wie die alle Colourpops. Super schön zart und weich, ne? Zart und weich. Man könnte meinen, man reibt seinen Finger über weiche Seide. Auf dem Finger sieht die Sache schon mal direkt so aus. Und auf dem Handrücken so. Ist also quasi fast schon wie ein Highlighter-Lidschatten, der ja in Rosé-Tönen, Rosé-Silber, Lila-Tönen changiert und glitzert. Und ach ja, ich möchte jetzt im Juni, wenn es so heiß ist, nicht so die Augen so schwarz gemacht haben. Da passt zu so einem schwitzigen Gesicht so ein glänzender Lidschatten doch ganz gut, oder? Ne? Den werden wir nehmen und die große Palette kommt weg. Dann werde ich auch aussortieren, der in meinem Schätzeleinspäckchen war, von der Sandra von, warte, ich muss was trinken. Make-up ist mein Passion 85. Der Wet n Wild Mega Glow Highlighter. In der Farbe Mega Glow. Dieser hier, den habe ich auch jetzt 2 Monate, denke ich, benutzt. Oder der ist auch ordentlich abgeschürft schon hier, wie man sieht. Ist eine ordentliche Kuhle drin. Hat mir sehr gut gefallen. Ist nicht so wham bam. Ich sehe so scheiße aus auch. Ne? Ich kann da nichts für. Ich sehe so aus. Ne? Es ist, wie es ist. Der ist nicht so wham-bang, wie die Sandra wohl gesagt hat. Also die findet den wohl noch ein bisschen knalliger. Mir hat er aber sehr gut gefallen, hat sehr gut mir gestanden. Ich bin mittlerweile ein Highlighter-Mädchen geworden. Die ganze Sache sah folgendermaßen aus. Ups, so hat es geglitzert. Und so gülden war der Glow. Leute, wir müssen noch ein Vorschaubild machen. Sonst vergesse ich das wieder. Machen wir mal so. Ja, hier, so mache ich ja in letzter Zeit immer gerne, ne? Was mache ich denn? Ich weiß es auch nicht, ne? Tun wir mal so, als wenn ich die Queen gestikuliere. Ich mache jetzt den Queen hier, ne? Queen, Vorschaubild, klack. Ja, wie gesagt, so ein Bronze-goldener Highlighter wird aussortiert. Werde ich auf alle Fälle aber wieder benutzen. Stattdessen werde ich meine Marina Demme Gesichts-Make-up-Set Highlighting and Strobing Palette benutzen. Nämlich diese hier, die hat der ein oder andere in meinem TK Max Haul gesehen. Machen wir mal auf
Diese schönen Farben sind da drin und die werde ich dann ja reihum schön benutzen. Ich weiß noch nicht, wie ich anfange. Wahrscheinlich ne, alle mal wild durcheinander. Schauen wir mal, wo mich die Sache hinführt. Gefällt mir sehr gut. Primer ist ausgegangen im letzten Monat und da nehme ich jetzt den, habe ich von Kellertreppchen bekommen, IPKN, Seoul und New York, also ein koreanischer Primer, Radiant Cream, Broad Spectrum Lichtschutzfaktor 15, ist ja jetzt auch gar nicht schlecht, wenn der Sommer kommt. Und ja, werdet ihr gleich sehen, wenn ich mir den drauf tue. Aussortieren werde ich. Ich bin die Farbe jetzt light. Gucken wir nachher. Neu kommt rein, habe ich noch nie benutzt, von Manhattan, der Wonder Wing Eyeliner. Der hat eine Filzspitze, so wie das aussieht. Bin mir unsicher mit dem Licht, Leute. Das ist heute alles nicht so optimal, aber ne? So eine Filzspitze und malt hoffentlich gut. Wir werden sehen. Keine Ahnung. Dann nehme ich mir, wenn ich noch Lust auf Glitter habe, für über meinen normalen Lidschatten noch von L'Oreal aus dieser Crushed Foil Reihe. Ich mach das mal ab. Die Nummer 22, Crushed Foil, das ist dieses ja, Lidschattenglitzer-Gold, dieser Lidschattenglitzer, geh auf, war ich bisher nur einmal mit dem Finger drin, jetzt zum zweiten Mal, sieht so aus und so kann man bestimmt schön, wenn man dann doch mal ein bisschen Lust auf Dunkel hat im, am Auge, schön mit abdunkeln noch und glitzernd abdunkeln. Ja, die Vorbereitung ist alles. Ich habe weder, müssen wir das Tuch nehmen. Ja. Ich habe meine Abschminktücher vergessen, ja nichts hier, weil ich habe gedacht, ich drehe mal wieder eine Küche, ist besser für meinen Rücken. Besser für meinen Rücken und Horsti ist, benimmt sich ja bis jetzt. Lippenstift, da wird mein Manhattan, habe ich gerade gesagt, der benimmt sich bis jetzt. Da wird mein Manhattan aussortiert durch den Colourpop Lippy Sticks in der Farbe, ich kann es nicht lesen, meine Lupe habe ich auch vergessen, Shishi, genau. Die sehen so aus, die Lippy Sticks von Colourpop, so verpackt. Verpackung kommt jetzt weg. Den habe ich schon ein, zweimal benutzt, aber ich will ihn jetzt, ach, da er so gut zu meinen Nägeln passt, durchgängig in diesem Monat nutzen. Ich hoffe, stellt halt eigentlich scharf, ich weiß es nicht. Ich kann ihn nicht erkennen. Der ist ein schönes... Oh. Boah, ich krieg die heiligen Zorn, ey. Die Hitze. Scheiße. Toll. Abgebrochen. Ich kann kotzen. Nicht so weit rausdrehen. Jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen hin und her, damit der wieder einen schönen Anfang kriegt. Ich kann dreiern, ey. Der ist so schön. Ja, bei der Hitze, ne, da hält so was Cremiges nicht. Ist ein super knalliges Orange und passt super zu meinen Nägeln. Ja, und deshalb wird er in meine, oder wandert er in mein Schminkkörbchen. Und drin bleibt ganz normal mein Pinselreiniger. Bald leer, mein Setting Spray von Makeup Revolution bleibt auch drin. Alles vergessen an Tüchern.
Dann bleibt auch drin, mein Make-up habe ich allerdings gar nicht benutzt in diesem Monat. Da und werde ich wahrscheinlich auch im letzten Monat nicht, wenn es so warm wird, nehme ich nur Puder normalerweise. Dies habe ich reingetan, habe ich aus meiner Tasche aussortiert. Wer sich das What's in my bag Video angeguckt hat, weiß Bescheid. Den, wenn mal irgendwelche Pickel oder was sind, so gut wie nie, werde ich den mal benutzen. Mal schauen. Wimpernzange ist für mich, lasse ich drin, aber bringt irgendwie nichts. Ich vergesse auch immer. Drin lassen tue ich auch diesen, lasse ich den drin? Ich lasse ihn noch einen Monat drin, dann schmeiße ich ihn wahrscheinlich weg. Diese orangene Wimperntusche. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Eher nein, eher ja. Manchmal ja, manchmal nein. Manchmal finde ich das toll, je nach Make-up geschminkt auch, ne? Dann, dieser wird aussortiert, der kommt weg, da kann ich nichts mit anfangen. Der ist zu hart, ich finde das nicht schön, wie es aussieht. Der wird auch weggeschmissen, beziehungsweise kommt irgendwann mal in ein Tauschpäckchen. Das ist von, kannst du auch gar nicht lesen, das ist Prismatic Peach. Von welcher Firma denn? Kann man da irgendwas lesen? Prismatic Peach von, ist das Katzenreis? Ich glaube, das ist Katzenreis. Dieser Highlighter-Pen, kann ich nichts mit anfangen. Der tut nichts für mich, sag ich mal. Der kommt in meine Aufgebrauchtkiste, wird aber dann, wird schön desinfiziert oben, sauber gemacht und dann kommt der irgendwann mal in ein Wandertauschpäckchen. Drin bleiben tut mein neuer heiliger Gral der Eyeliner-Stifte. Den habe ich von Me and My S6 auf Instagram habe ich den bekommen. Ich glaube, ist Aldi La Cura ein Augenbrauenstift, der ist supi. Drin bleibt auch mein Nasrouge. Passt nämlich, sieht zwar sehr etwas rötlicher aus, passt aber sehr gut auch zu Nägeln und Jahreszeit. Habe ich auch schon ordentlich schön benutzt. Bleibt auch drin. Das ist Kaktus, liebe ich sehr. Anspitzer, dann bleibt auch drin. Vergesse ich immer, der Concealer, auch von Killertreppchen. Drin bleibt auch, wird dann aber im nächsten Monat wahrscheinlich auch wegkommen. Eine Glitzermascara, so ein Topper. Aussortiert wird hier dieser Manhattan. Zu den orangen Nägeln beißt es sich doch sehr. Und ich finde immer schön, wenn Nägel und Lippenstiftfarbe zusammenpassen. Also kommt der in die Warteschleife für seinen weiteren Einsatz. Dann habe ich hier so einen Glitter-Primer, wenn ich mal Glitter drauf tun möchte. Hier von Kiko mein Hit the Pen Puder. Wenn ich Make-up nutze, kommt dieses Insta-Fix und Matt drüber. Dann haben wir hier einen Make-up-Korrekturstift von LOV. Hier haben wir für die innere Wasserlinie von Benecos einen hellen Stift. Hier haben wir meine Wimperntusche zurzeit, die L'Oreal Waterproof Volumen mal 4. Hier haben wir die Lidschattenbase. Hier haben wir, wenn wir ordentlich auf der Lippe glitzern wollen, noch so ein bisschen Glitzer für drüber. Ersatzdinger. Der wird aussortiert. Ich mag ihn sehr, aber jetzt ist die Bronzezeit vorbei. Ne? Und hier ist noch, wenn ich Make-up nutze, zum das Schimmerfluid zum drunter mischen. So, liebe Leute. Und hier noch Glitzerpuder, wenn ich mal glitzern möchte. So, liebe Leute, ich hole euch jetzt mal ran. Die Perspektive da gefällt mir irgendwie gar nicht. Das nervt mich. Ich kann mich selbst nicht richtig sehen, ich kann nicht richtig ran. Ich hole euch jetzt näher und dann schminken wir uns zusammen. So, ne? So sind wir doch schon näher dran.
näher dran, weiter vorn. Oder wie heißt der Spruch? Ich weiß es nicht, ne? Mein schwitziges Gesicht hier, ne? Dann fangen wir direkt mal an. Noch ein Käffchen, ne? Ich habe heute gar nichts vor. Ist nur für zu Hause hier fertig machen. Irgendwo klingelt der Telefon nicht bei mir. Nase putzen mal kurz. Guckt euch das an. Da ist jetzt der ganze Swatche dran. Ich habe kein nix hier mitgenommen. Fangen wir an mit dem Primer, den ich ja von Kellertreppchen habe. Hier den IPKN. Da bin ich ja sehr gespannt drauf. Der soll ja schimmern und Lichtschutz haben. Nehmen wir mal hier diese Menge. Oh, der ist sehr mußig. Mußiges Gefühl. Apfelmusig nicht. Riecht sehr gut, ganz frisch, fühlt sich ganz feucht und frisch an, sehr angenehm, fühlt sich, riecht teuer, kann man teuer riechen. Und wie ist der Effekt? Muss man eben gucken. Ja, glowt so ein bisschen, ne? Also ist schon noch mehr Glanz als vorher. Schön für den Sommer. So. Und dann, ja, pudern wir das Ganze doch direkt mal wieder ab, weil der Glow muss ja von innen kommen, von unter dem Puder. Mit dem Kiko-Puder, wer es gerade nicht gut erkennen konnte. Das ist dieses Kiko-Puder in der Farbe. Ich weiß gar nicht, ob was draufsteht. Sunshine Powder Foundation, Lichtschutzfaktor 20 in 203, Fair. Ich zeige euch das auch nochmal hier so. Und die Farbe genau ist diese. Und das werde ich jetzt mein Gesicht abpudern mit diesem Pinsel von Da Vinci. Oh Leute, es ist so warm. Sieht gar nicht so aus, aber es ist voll schwül, ne? Total. Deswegen machen wir auch nicht heute so ganz viel, sondern nur so ein Überlebens-Make-up, Survival-Make-up. So, jetzt ist der Glow ja schon wieder ein bisschen zurückgenommen. Aber das Gesicht sieht trotzdem ganz annehmbar aus. Meine Ohren verrutschen. So. Ja, ne? Das gefällt mir schon gut. Damit die Augengrundierung trocknen kann, während ich die Augenbrauen mache, tue ich sie jetzt schon drauf. Genau, die ist eine glitzernde, die sieht so aus. Heißt, ich weiß nicht, warum ich euch da zeigen muss, könnt ihr hier gucken. Von Katzenreis, glaube ich. Und den mache ich mit diesem von Morphe, diesem Pinsel, den ich von Kellertreppchen auch gekriegt habe. Die ist sehr bröckelig, ist dieses Zeug hier. Und wir gucken mal, das wird halbwegs unfallfrei auf die Augenlider kriegen. Ach, ein Gebröckel. Schon zu viel. Weiß nicht, warum das so bröckelt.
Yankee-Candle-Kerzen bröckeln auch so. Schrecklich. Machen wir erstmal so. Und so. Also das gefällt mir auch nicht sonderlich hier, ne? Muss ich sagen. Das ist also nicht my cup of tea hier. Aber ich habe es und es wird aufgebraucht. Das ist nicht anwenderfreundlich, das Zeug. Gar nicht. Und ich habe auch nicht so das Gefühl, als wenn da der Lidschatten irgendwie Bombe besser durchhält. Aber es wird aufgebraucht. Wenn ich nicht vorher die Geduld verliere, irgendwie. Vorher. Jetzt machen wir ein bisschen die Augenbrauen mit dem von La Cura von Aldi. In Blond ist, glaube ich, die Farbe. Ich weiß es nicht genau. Gucken wir mal, wie die Sache sich entwickelt hier. Da brauche ich auch nicht sonderlich viel. Aber mit diesem Stift gefallen mir meine Augenbrauen am besten. Ich habe ja auch nicht viel Augenbrauen, kommt noch dazu. So, wo ist der Deckel jetzt? Da. Und dann bürsten wir nochmal durch. Jetzt hoffe ich, dass dieser Lidschattenprimer hier halbwegs getrocknet ist. Fühlt sich irgendwie nicht so an. Ich weiß nicht, was das soll, das Zeug, ehrlich gesagt. Überlege schon gerade direkt, ob ich das nicht doch... So, kurze rasante Spiele, das wird entsorgt. Heute war sein letzter Tag. Kommt in die Kiste zum Verschenken. Nein. Ich ärgere mich nicht mit schlechten Sachen rum. Die Zeiten sind vorbei. Ja, dann nehmen wir den Lidschatten. Ich probiere erstmal mit einem Pinsel. Habe ich noch nicht probiert. Mal gucken, wie das klappt. Ja, klappt gut. Gibt jetzt so einen, auf diesen Glitzer einen Spiegelglanz. Das wird heute das Glitzerface, ey. Survival Glitzerface. Nee, dieser Primer da, diese Lidschattengrundierung muss weg, die macht gar nichts. Ich glaube, da hole ich mir wieder, ich weiß nicht, ob ich noch ein Color Tattoo irgendwo im Schrank habe. Muss ich mal raussuchen, kann sein, dass ich mir dann ein Color Tattoo noch zusätzlich raus, also nicht zusätzlich, stattdessen raushole. Ja, der hat jetzt keinen großen Effekt, weil diese Lidschattengrundierung schon so übermächtig war. Ja, dann sparen wir uns auch dies. Wir haben jetzt schon genug Glitzer auf Augen und eben kurz trocknen lassen und tun schnell den Rouge drauf. Dann nehme ich auch nicht so viel, weil Survival, ne? Nur mal kurz hier Kaktusflower, können da noch mal schauen. Kurz ein so ein bisschen auf dem Finger und dann ein bisschen hier Rot. So. Sieht mal wieder in der Kamera krasser aus als in Realität. Ich bin voll. Also das ist, in echt ist das voll dezent, ne? Total dezent, aber durch die Beleuchtung und alles, ich sehe eigentlich total clownig wieder aus, aber sehe ich nicht aus. Glaubt mir, Leute.
So, dann können wir auch gleich schon den Lippenstift drauf tun. Achtung, nicht zu weit rausdrehen, der ist ja nicht hitzebeständig, wie ich jetzt weiß. War noch eine Ecke ab. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Der ist jetzt so kantig, weil der abgebrochen ist. Da ist noch ein Stück direkt abgeschmiert. Nee. Und guck mal, ich habe jetzt die Brocken überall. Also für die warme Jahreszeit ist das echt nichts, das Ding. Ich bin gar nicht sicher, ob ich den nehmen kann. Nee, ich schmier damit ja nur rum. Der ist total weich und da lösen sich echt richtige Bröckchen von ab. Ob ich den behalte, weiß ich noch nicht. Da muss ich erstmal in mich gehen. Meinst du, dem Nagellack passt da natürlich? Leute, ich weiß das nicht. Dass heute ein Make-up-Fail wird? Könnte sein, aber es sieht in der Kamera wirklich schlechter aus als in normal. Es sieht wirklich in der Kamera richtig scheiße aus, was das gar nicht ist. Dann probieren wir uns an diesem Eyeliner. Den habe ich noch nie benutzt. Wahrscheinlich geht der jetzt auch schief. Ich sehe es schon kommen. Oh ne, das geht. Aber nicht zu früh schreien. Ja, das kann ich wohl machen. Ja, ja. Da komme ich mit klar, das sehe ich schon. Aber Leute, im Spiegel ist das nicht so krass komisch. Ich bin auch nicht so fleckig rot. In meinem normalen Spiegel sieht das ganz gut aus. Es kann natürlich sein, dass das, wenn ich es bearbeitet habe, dann auch schon wieder ganz gut aussieht, ne? Weil die Geheimnisse hier, der weiß ich auch nicht. So, Wimperntusche. Hier haben wir sie. Die Voluminous von L'Oreal. Da habe ich ja gesagt, dass ich da so angetan von bin, weil das Bürstchen so schön weich ist. Aua. Ei, ei, ei. So. Und ich habe jetzt noch das Bedürfnis, fragt mich nicht warum, nochmal um mich rum zu pudern irgendwie. Also, das ist mir diese Augengrundierung ist irgendwie überall hingehüpft, wo sie nicht hinhüpfen sollte. Nochmal hier mal ein bisschen.
So. Ach, das ist schon viel besser. So. So ist schon viel besser. Ja, so ist halt, ne? Am Ende geht immer alles. Habe ich alles? Ich glaube, ich habe schon alles, ne? Wir lassen noch zusätzlichen Glitzer lassen wir heute sein. Der Glow fehlt noch. Der kommt aber immer erst, wenn ich die Brille aufgesetzt habe, weil der da drunter gepackt wird. Wo ist der Glow denn? Da. Welche nehmen wir denn? Fangen wir mit oben. Fangen wir einfach mit der hier oben links an. So sieht's aus. So auf dem Handrücken. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ah, nehmen wir meinen. Ich nehme immer diesen für Glow von Real Techniques. Den Contour Brush ist das. Hui, jetzt wird es spannend. Premiere. Jetzt bin ich gespannt, ob man irgendwas sieht. Natural Glow and Luminous Sheen soll das machen. Ja. Also Leute, das ist wie immer bei mir. Jetzt, wo ich fertig bin, bin ich doch wieder ganz angetan von dem Ergebnis. Wenn ich jetzt noch die Haare gemacht habe, sieht das direkt wieder blendend aus, ne? Ja. Geht doch. Bloß der diese Wimpern, ach Quatsch, Augen, Lidschattengrundierung, die muss weg. Die ist absolut nix. Ich habe die auch einen Tag probiert als Grundierung für das ganze Gesicht. Klappt auch nicht. Sieht auch bescheiden aus. Und insofern packe ich mich kurz zusammen und trinke den Kaffee noch mit euch zu Ende. Und dann kann ich die Sachen auch gleich wieder wegtun. Einige kommen wieder in ihren Dornröschenschlaf, andere, ach, wollt ihr von Name gucken, ob da macht das einen Unterschied? So, da sieht man das, ne? Das ist viel zu für eine Grundierung, viel zu viel Glitzer und so drin, ne? Das sieht nicht aus. Könnte man vielleicht als Einzellidschatten, aber das krümmelt auch so. Das kannst du noch nicht mal irgendwie auf eine Stelle auftragen und dann verteilen. Das krümmelt dir direkt überall hin. Dann glitzerst du hier, glitzerst du da, glitzerst du in Amerika, ne? Ja. So. Und wenn dann noch. Wie gesagt, die. Sofort. Twilly. Wenn dann noch, jetzt weiß ich es auch nicht mehr. Das habe ich auch vergessen. Ach so, wenn ich dann noch die Haare gemacht habe, geht wieder alles. Wir haben heute Donnerstag, Feiertag. Aber ich bin gespannt, wie der sich macht, ob der wirklich die Wärme überhaupt nicht aushält und dann bei jedem Benutzen die Hälfte seiner, ne? Seiner, was weiß ich, die Hälfte seiner Grammzahl auf meinen Lippen lässt, ist ja auch nicht Sinn der Sache. Heute ist Donnerstag, wir haben Feiertag, frohen Leichnam.
Mikrofon. Kurz Lehrstunde. Nee. Oh, Jochen steht auf. Ach, der Hels kommt. Horstis Freund. Horstis Best Friend. Mach mal hier das Licht aus und dann gucken wir mal, was Jochen sagt. Jochi! Jochi? Kannst ruhig kommen, ich bin fertig.